Was? Was haben wir? Wieso? Hat er echt gehabt, da? Die haben Angst. Ich weiß nicht. Na komm, gehen wir hoch, oder? Rechtlicher Dose? Rechtlicher Dose, guck mal rein. Unglaublich, ja. Gerettet. Hass, Maro, so tu ich kund, heut morgen zu der frühen Stund, zur Amtsenthebung seid willkommen, obwohl sie wird nur aufgenommen. Ich grüße euch alle, die jetzt hocket und in den Kasten inne glutzet, auch grüße ich alle narrensamt, die mit und ohne Narren wandt. Die ganze Zunft, ob groß, ob klein, ob Mädle oder Bübelein, euch alle tu ich sehr vermissen, ich sag's mal so, es ist halt beschissen. Spätzle, Borne und den Speck, ja, Morgensuppe hat jedem geschmeckt. Sie fehlt mir sehr, find es arg schade, weil nicht nur ich mich gefreut drauf habe. Vermissen tu ich auch den Rest vom Morgensuppe Narrenfest. Hätt gerne gehört, wenn die Musik spielt, der Landvogt unsere Narre ziert. Die Sketche tänze auf der Bühne, wo alle gaben sich viel Mühe. Schwätze, Lachen, Wohlbehagen, grad alle, die im Saal waren. Es tut mir leid, gar alle Kinder, ich hoffe, es kommt nicht auch noch minder. Die Zunft hat gern Präsenz gezeigt und Schüler von der Schule befreit. Wir alle Narren, das ist klar, Corona geschädigt dieses Jahr. Das macht uns Sorge, es ist nicht toll, gar mancher hat auch die Schnauze voll. Doch wir sind Narren des mit Hirn. Der Lockdown, der macht einfach Sinn. Wir alle Narren halten Regeln ein und wollen somit Vorbild sein. Darum sind wir heute ganz digital, was sicher ist, die beste Wahl. Zur Amtsenthebung hier und heute im Zollhaus sind fast keine Leute. Doch einer ist vom Rathaus wichtig, darum steht er da. Und das ist richtig. Matthias Wegbach, man ihn nennt, ein Narr, ein jeder Narr im Dorf ihn selber kennt. Ein neuer Kläger steht bereit, weil er den Lümmel nun sei leid. Neutral und des ganz unbefangen, will er einen neuen Stil anfangen. Als Gemeinderat sei ich doch befangen, des öfters mit dem Schiff umhange und erschwerend käme hinzu. Ich sei noch bei der CDU. Ja, die, wenn alles besser wissen, dann manchmal Bürger sind vermissen. Und in diesem schwarzen Haufen wird Matthias auch noch umlaufen. Da sei jetzt klar, leg auf der Hand, wir stecken zusammen im Gewand. Oder wir zwei, wir täten stecken, gemeinsam unter einer Decke. Nun gebe ich ab das Wort an Olli, der komme ich mit seinem Trolli, in dem er bestens motiviert als neuer Kläger Klagen transportiert. Ich wünsche ihm Glück und viel Gelingen beim Bürgermeister Niederringen. Wenn der dann Einsicht walten lässt, das wäre verknallt und ihn grad's best. Ich bin jetzt fertig, habe Schluss, der Narrenmarsch jetzt kommen muss, so stand doch auf und singet mit, der Narrenmarsch bis zum Hit. Hass! No! Hass! No! Hass! No! Hass! No!
Dank, lieber Alwin, für dein ehrliches Wort. Ich übernehme nun gerne und fahre nun fort. 23 Jahre bist du Vater nah und somit der Chef dieser großen Narrenschar. Was du hast gemacht aus dieser Zunft, dazu braucht es Cojones und nicht nur Vernunft. Dir sei gedankt, was du gemacht hast all die Jahre, dies nun deine letzte Amtsenthebung in Verantwortung war. Dies werden wir feiern, wenn die Zeit es erlaubt und uns Corona die Zeit nicht mehr raubt. Nun aber zurück, so viele Anklagepunkte, welche ich dem Schultes nun kundtue. Ich verfolg Jahr für Jahr und kann es nicht fassen, wie beschlossen wird hier und da, was bewegt die bürgerlichen Massen. Was der Gmondrat entschieden in Dienstagsnächten, da wollt er an uns Bürger rächen. Es liegt schon lange mir im Magen, deshalb, Alwin, will ich es dir sagen, lass dich nicht ziehen in seinen Bann, denn das Männle ist ein cleverer Mann. Ich weiß ganz genau, was im Schilde er führt, der Gmondrat offensichtlich das gar nicht kapiert, doch ich bin im Bilde, was er führt im Schilde. Die dunkle Seite dort drüben soll werden eine Luxusoase. Vermutlich ist das erst die erste Phase. Der Bobmer, der Denner, so hab ich's vernommen, soll nicht nochmal einen Parkplatz am Ortsrand bekommen. Ein Parkleitsystem und also ein Furz. Wir Häfler kommen halt wieder mal kurz. Autonomes Fahren im Bootmann, das muss es schon sein. Denn lommer keine Fremde mit dem Auto mit rein. Ein Busle ohne Fahrer in Bobmann fährt rum. Du sagst, das ist klasse und gar nicht dumm. Die Finanzierung desselben, die sei schon klar, durch den Verkauf unserer Bauplätze Jahr für Jahr. Doch wer diese bekommt, so stellt sich mir die Frage, ob das Auswahlverfahren passt. Bezweifle ich vage. Um all dies zu finanzieren, wird das nicht reichen. Drum stellt er heute schon die teuren Weichen. Steuererhöhungen, Schritt für Schritt. Die Wasserkosten, die laufen gerade noch mit. Kurtaxe, die Gäste werden abgezockt. Der Kämmerer schreit, Mensch, das ruckt. Abfallgebühren, die werden erhöht. Ich bin mir sicher, jeden Bürger das stört. Wie das wohl wird, es graut mir schon, aber so scheinheilig kommst du mir nicht davon. Im Alwins Lieb nehme ich mich nun zurück, doch nächstes Jahr, da vermelde ich Stück für Stück, was du und dein Gmondrat habt verbrochen, das werde ich kundtun, das ist versprochen. Also zieh dich warm an und genieße die Zeit, die du da noch hast, man nennt das auch Freiheit. Ich höre jetzt auf, will dich doch fragen, hast du noch was dazu zu sagen? Wenn ja, dann tritt heran ans Pult und fang mit deiner Rede an. Die musst du dir gut überlegen, wir lassen uns nicht überreden. Zum guten Schluss, und so wird es kommen, von uns wird's Rathaus übernommen. Lieber Alwin, lieber Olli, liebe Narren, die Fastnet mit Corona ist sonderbar. In diesem Jahr ist nichts, wie es war. Doch ein Schock fährt mir in die Glieder, es ist die erste Fastnacht ohne Dieter. Keine Schulbefreiung, keine Morgensuppe, kein Landvogt und keine Hasengruppe. Selbst unser Alwin gibt das Wort an Olli weiter. Kein Wohlbehagen und keine Feiern heiter. An dieser Fastnet ist alles fremd. Online-Fastnet ist eben anders, als man sie kennt. Und im Gmondrat waren wir auch in diesem Jahr wieder fleißig. Die 14 Gmondrät haben so viel beschlossen wie ganze 30. Die Verwaltung muss deshalb das ganze Jahr durchhetzen, um die vielen Beschlüsse auch umzusetzen. Somit ist doch klar, wo die Verantwortung liegt. Ist es doch der Gmondrat, nicht die Verwaltung, die beschließt. Daher ist das Rathausteam von Schuld ganz frei.
Doch das scheint dem Olli einerlei. Den Rathausschlüssel willst du haben, um in den Tiefen der Verwaltung nach unseren neuesten Trends zu graben. Ich kann dir verraten, wir planen schon die nächsten Schandtaten. Nach der Phase 1 in 2021 reifen schon die Pläne und Ideen für Phase 2 in 2022. Auch wenn man glaubt, ich bin im Dienstagsdelirium, meine Planungen in Phase 3 für 2023 gehen mir im Kopf schon herum. Komplimente von Gemeinden aus nah und fern, wie sich Bogmann und Ludwigshafen entwickelt, höre ich gern. Doch nicht nur Geld ausgeben, auch Einnahmen braucht es eben. Und wie eine Rakete, die fliegt zum Mond, werdet ihr alle von meinem Ideenreichtum noch lange nicht verschont. Has, has! No! No. Has, has! No! No. Has, has! No. No. Ja, Matthias, du hast versucht, euch reinzuwaschen. Doch was du sagst, sorry, aber das ist zum Lachen. Ich sag dir eins und sei jetzt gescheit und gib den Schlüssel mir auf Zeit. Denn ab sofort mit viel Vernunft regiert die Häfler Narrenzunft. Am Aschermittwoch ist's vorbei, da lommer euch dann auch wieder nein. Ich grüße euch freudig, frisch und froh. Mit kräftigem Hass, Hass! No! Hass, Hass! No! Hass, Hass! No!